Hallo und herzlich willkommen hier heute Nachmittag bei Bildung und Medien, unserem Livestream, bei dem wir ganz viel Bildungsinhalte an Kinder, Jugendliche und auch an Erwachsene und Lehrkräfte weitergeben wollen. Wir haben heute hier im Studio wieder das Thema MINT und haben uns Gäste von der sogenannten MINT-Allianz eingeladen, die wir gleich live zuschalten werden. Die MINT-Allianz ist vom BMBF ins Leben gerufen worden, in diesen Corona-Zeiten, um die Projekte, die sich alle um die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik kümmern, welche Online-Angebote, wie eben weiter gelernt werden kann, auch wenn wir nicht in die Schule gehen können, auch wenn Kitas geschlossen sind, und haben dort ganz, ganz viele Partner in ganz vielen Bundesländern und auch zentrale Initiativen haben sich zusammengeschlossen, um an einem Ort quasi ihre Angebote zu kommunizieren. Das wird zentral zusammengestellt unter dem Hashtag und auf der Website wirbleibenschlau.de. Ein ganz toller Slogan für die aktuelle Zeit, dass man jetzt nicht zu Hause nur in der Wohnung sitzt und nicht weiß, was man machen soll, sondern dass man eben ganz viele Angebote hat, wo man weiterlernen kann. Und auf der Website wirbleibenschlau, die leitet dann weiter auf die Website des Bundesministeriums, finden nun Eltern und Schülerinnen und Schüler auch selbst ganz, ganz, ganz viele Angebote, was man jetzt, wie man so ein bisschen seine Lernzeit jetzt ausführen kann. Es gibt hier zum Beispiel ein schönes großes Wimmelbild für Schülerinnen und Schüler, wo ganz viel zu entdecken ist, zu welchen MINT-Themen die Partner etwas was angeboten haben. Man sieht schon, hier ist was mit Chemie da, es ist was zum Experimentieren, Programmieren, künstliche Intelligenz und so weiter. Wir hatten in den letzten Wochen schon die Nora Persicke von der EU Code Week da, die Kolleginnen und Kollegen von der Calliope GmbH waren schon da, das Haus der kleinen Forscher für die frühkindliche Bildung. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir die bundesweiten Informatikwettbewerbe bei uns hier haben, angeregt von der Gesellschaft für Informatik, die auch Partner bei der MINT-Allianz sind. Und ich begrüße recht herzlich, jetzt muss ich hier wieder meinen Bildschirm wechseln, ich begrüße recht herzlich den Wolfgang und den Robert bei uns hier im Studio, die aber nicht live im Studio sind, sondern, und das könnt ihr vielleicht gleich selber sagen, wo ihr euch befindet. Hallo Wolfgang, hallo Robert. Ja, hallo Jutta, erstmal von mir. Also ich bin Wolfgang von den bundesweiten Informatikwettbewerben, da gesamtverantwortlich für alles das, was unter diesem Label so passiert. Ich sitze eigentlich ausnahmsweise im Büro bei uns, bin da sozusagen der Hüter oder vielleicht der Kapitän, der als letzter vom Schiff geht. Alle anderen sind nämlich im Homeoffice, was ja auch gut so ist in diesen Zeiten. Dafür ist es jetzt auch hier leer. Ich habe kein Problem, Abstand einzuhalten, weil überhaupt keiner da ist. Also das reicht locker. Und von daher genau kann ich hier ein bisschen wenigstens Pakete annehmen, meinen Telefonanruf beantworten, der soweit noch reinkommt. Ja, und wir kümmern uns eben kräftig erstmal um den normalen Fortgang unserer Aktivitäten, aber in diesen Zeiten jetzt auch mit einigen zusätzlichen Angeboten, auf die wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen werden. Sehr schön. Robert, bei dir sieht das so aus, du sitzt wahrscheinlich zu Hause oder im Homeoffice, wie Wolfgang das gerade gesagt hat. Robert, wir hören dich, glaube ich, gerade gar nicht. Nee? Ja, ich sitze zu Hause. Perfekt. Genau, hinten sieht man, glaube ich, mein Sofa. Genau. Ein weißen Hasen? Das ist so ein weißes Blutkörperchen. Ah, okay. Ein weißes und ein rotes Blutkörperchen, ja. Genau, genau. Genau, ja, jetzt seit 3-4 Wochen schon zu Hause und ja, geht ganz gut. Funktioniert eigentlich ganz gut. Genau. Was für viele ja nicht funktioniert, ist dieses Ganze, die Kinder sind zu Hause und die müssen lernen und man ist parallel im Homeoffice und man weiß die Angebote für die Kinder, was gibt man ihnen eigentlich für Angebote, was können Lehrkräfte für Angebote nutzen, und das ist auch ein Grund, warum wir euch hier mit eingeladen haben, dass ihr mal zeigt, was denn die bundesweiten Informatikwettbewerbe, da gibt es, die sind ja bekannt auch vor allem durch den Informatikbiber, also zumindest bei mir, liegt vielleicht am Alter meiner Kinder, was man jetzt online machen kann, auch wenn man nicht in die Schule geht. Und ich würde einfach vorschlagen, ihr fangt an und zeigt mal,
Was sind denn die bundesweiten Informatikwettbewerbe eigentlich und worauf können wir jetzt zugreifen aktuell? Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an. In ihren Ursprüngen gehen die Informatikwettbewerbe bis 1980 zurück. Ja. Das ist eigentlich für die Informatik ein ziemlich hohes Alter. Genau, und eigentlich alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren natürlich dann noch lange überhaupt nicht geboren. Insofern sind wir sozusagen in gewisser Weise ein Grufti-Angebot und müssen auch ab und zu mal gucken, dass so ganz neue, moderne, hippe Sachen, die so in der Informatikbildung auch kommen, dass die uns also nicht die Butter vom Brot wegnehmen, aber da sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, haben spannende Dinge. Mittlerweile, ja, in diesen vielen Jahren wir sind ja jetzt genau 40 Jahre, ist also fast ein Jubiläum, was wir gerade haben, ist so einiges entstanden. Angefangen hat es damals mit einem Wettbewerb für besonders talentierte Schülerinnen und Schüler im Bereich Informatik. Das war so die Zeit, wo man anfing, an den ersten Computern selber zu programmieren. Commodore 64, das haben vielleicht sogar Jüngere, oder sollen wir ihre Eltern fragen, ja, was das so ist. Und dann haben wir das lange gemacht und nachher noch draufgesattelt, die Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Also es gibt jedes Jahr so eine Art Weltmeisterschaft für junge Programmiererinnen und Programmierer, die internationale Informatik-Olympiade. Da machen wir dann das Training dafür und wählen da die Nationalmannschaft aus. Also in gewisser Weise, ich trage ja auch jetzt so ein ähnliches Hemd fast. Ja, also bin ich in gewisser Weise der Yogi Löw der Informatik. Genau, extra das schlanke Hemd angezogen dafür. Und dann haben wir das lange gemacht mit der Talentförderung und haben irgendwann gesagt, in der Schule ist das mit der Informatik noch nicht ganz so super. Da könnte noch mehr passieren. Und gerade im Moment ist ja auch viel im Gange, aber vor 10 Jahren oder 15 Jahren fast war das noch nicht so. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich den Nachwuchs, also gerade die Jüngeren, die Kinder, auch an das Thema selber rankriegen. Und da kam eine Idee aus Litauen, einen Wettbewerb zu machen, so ähnlich wie das Känguru. Mathe-Känguru, das haben vielleicht viele schon gehört, noch viele schon teilgenommen. Das ist jedes Jahr, hunderttausende Kinder machen jedes Jahr Mathe-Känguru. Ne? Das und ist immer, wenn man Kinder in der Grundschule hat, dann hat man definitiv schon was von dem Mathe-Känguru-Wettbewerb gehört, genau. Genau, und auch viele weiterführende Schulen sind dabei. Und da kam eine Idee aus Litauen übrigens, was Ähnliches zu machen für Informatik. Die Kollegin, die das damals gestartet hat, hat sich dann überlegt, das Mathe-Känguru heißt Mathe-Känguru, weil es mal ursprünglich aus Australien kommt. Ja, okay. Keine Überraschung. Jetzt war sie in Litauen, hat sie überlegt, was haben wir denn komische Tiere in Litauen. Es hielt sich etwas in Grenzen, also es gibt jetzt keine Beuteltiere oder sonst was, sehr speziell, aber den Biber. Da ist sie bei ihren Wanderungen, hat sie ganz viele Biber gesehen, hat gesagt, gut, ich mache den Informatik-Biber. Ja, und das machen wir jetzt seit 2007, also auch schon ziemlich lange, und sind auch zu einem Punkt gekommen, wo auch wirklich Hunderttausende von Kindern, von Schülerinnen und Schülern jedes Jahr da mitmachen, so ein bisschen über Informatik lernen. Ja, und das fanden wir natürlich super und finden das immer noch super und haben dann jetzt vor ein paar Jahren noch überlegt, ja, wie ist denn das jetzt von dem Informatik-Biber? Da werden wir gleich ein bisschen sehen, wie der funktioniert, worum es da geht. Da geht es im Wesentlichen so um das Denken in der Informatik, wie man denkt, was für Art von Probleme man so angeht. Aber klar, jeder weiß irgendwo auch, Informatik hat was mit Programmieren zu tun. Ja, und ohne Programmieren irgendwie kann man zwar viel über Informatik nachdenken, aber keine Systeme bauen, die dann irgendwie wirklich was Nettes tun. Ne? Also wie gerade die Corona-Tracking-App, die so im Bau ist, da muss natürlich programmiert werden. Ja? Also wird konzeptuell viel drüber nachgedacht, weil wie ist das mit Datenschutz und allem, ja, aber irgendwann muss sie programmiert werden, sonst tut sich nichts. Ja. Und da haben wir gedacht, in das Programmieren, da müssen wir gerade die Kinder, die den Biber gesehen haben und gesagt, oh, Informatik macht irgendwie Spaß. Dann haben wir noch einen Wettbewerb angefangen, der das Programmieren einführt. Und das ist der Jugendwettbewerb Informatik. Den gibt es jetzt seit 2017, läuft gerade zum vierten Mal. Und auch da wird die Teilnahme immer besser, also kommt auch ganz gut an und hat natürlich mit diesem Stichwort Coding, was viele auch ja kennen und schon mal irgendwo gehört haben, viel zu tun. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Initiativen, wie auch Code Your Life und viele andere auch. Das ist so das Repertoire gerade. Und nebenher, ja, kommt da noch ein bisschen mit Lernangeboten. Wie gesagt,
wir sind immer noch nicht ganz zufrieden, was die Schule so in dem Bereich macht. Also machen wir auch selber kleine Kurse oder haben eine Webseite mit Informationen, alles Mögliche. Und so ja, ist das mittlerweile eine runde Sache. Und richtet sich denn der Informatikbiber an eine bestimmte Altersgruppe und die Jugend Informatikwettbewerbe für eine bestimmte Altersgruppe oder mischt sich das auch ein bisschen an einer gewissen Stelle? Es mischt sich. Der Biber, obwohl das sich so ein bisschen so nach, na, ich sag mal, despektierlich vielleicht ein bisschen nach Kinderkram anhört. Mhm. Ich meine, wenn wir hier, unseren Informatik-Biber, den haben wir auch, nämlich auch in echt, aber kann man den auch sehen? Kann man sehen, ja. Ist jetzt ganz groß im Bild. Ah, super. genau, also der, da denkt man auch, das ist ja vielleicht nur Kinderkram, aber da gibt es durchaus auch Aufgaben bis zur Oberstufe hin. Also man kann Informatikaufgaben immer beliebig schwer machen, das ist gar keine Frage. Der Jugendwettbewerb, der also wie gesagt ins Programmieren so einführen soll, da habe ich gesagt, das ist was so für die Unter- und Mittelstufe, also grob so 5. bis 10. Klasse. Okay. Ja, wir haben gedacht, da passt es besonders gut, aber auch da gab es Interesse sowohl aus der Oberstufe als auch aus der Grundschule. Und dann haben wir gesagt, naja, why not? Ne, dann machen wir das doch auch für die und öffnen das auch für die, obwohl es nicht so die primäre Zielgruppe ist. Das ist ja, also das ist auch etwas, was ich ganz viel beobachte. Ich bin ja ganz viel in Klassenzimmern unterwegs und wir bringen den Kindern das Programmieren bei, aber auch den Jugendlichen und man kann oft auch die gleichen Dinge benutzen, weil es kommt immer darauf an, wie viel Vorerfahrung haben die Kinder und die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler, wo kann man anknüpfen? Manche sind ganz, ganz schnell im Lernen, andere, die sind in der 10. Klasse und freuen sich, wenn sie mit was anfangen können, was man eigentlich mal für eine 5. Klasse konzipiert hat. Das finde ich sehr schön, dass man da so ein bisschen offener damit umgeht. Das entspricht genau dem, was ich auch beobachte, was auch die Schülerinnen und Schüler benötigen. Ne? Man kann nicht sagen, ab der 10. Klasse können sie alle ganz abstrahiert die und die Probleme angehen. Das kommt immer auf den individuellen Schüler an, genau. Ich nehme an, dass das auch in dem Online-Angebot dann sich widerspiegelt, was ihr uns jetzt gleich vorstellen werdet. Ja, genau, da auch da also gibt es eben viele verschiedene Dinge. Dann fange ich noch mal so ganz vorsichtig damit an. Mhm. Wir hatten ja gerade die MINT-Allianz, oder du hattest gerade die MINT-Allianz erwähnt. Und da die hat so wöchentliche Challenges, kleine Rätselwettbewerbe, unter anderem als so eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema MINT. Und da war ausgerechnet eine Aufgabe aus dem Informatik-Biber so die der Start. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier mein ob ich hier mein Fenster angezeigt bekomme. Genau, dass du dein Bildschirm mal einmal teilen kannst. Genau. Genau, der müsste jetzt im Bild sein. Ne? Genau. Genau, sehen wir. Ja, ich mache den mal gleich ganz groß, dann kann am Bildschirm das auch gut verfolgt werden. Okay. Genau, so jetzt sieht man den groß im Hintergrund. Genau, wunderbar. Perfekt. Ja, genau, das ist erstmal unsere Website, auf der man eben zu allen Dingen was erfährt, was wir so machen. Aber ich wollte direkt einsteigen eben mit dieser kleinen Aufgabe. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen klein im Bild. Mal gucken, ob ich die größer kriege. Ja, ja, wunderbar, gut. Weil sonst hätte ich jetzt hier auch aus dem Bild raus verschwinden müssen. Okay. Das ist jetzt eine ganz klassische Aufgabe aus dem Informatik-Biber. Das heißt, wir haben eine schriftliche Aufgabenstellung. Das kennt man ja auch aus der Schule ganz normal, aus dem Unterricht, wo man überlegen muss und dann ähnlich wie auf einem Arbeitsblatt bestimmte Dinge eingeben muss. Nur halt digital eben. Richtig? Genau, der Biber, der läuft immer im Browser, also ist ein Online-Format, was das Ganze überhaupt, was überhaupt ermöglicht, dass das so groß wird mit so wahnsinnig vielen Teilnehmern und Teilnehmern, weil natürlich dann also auch die Antworten werden elektronisch erfasst und können dann eben automatisch ausgewertet werden. Ja, und das war hier diese Aufgabe Stock und Schild heißt die, ursprünglich übrigens aus Japan. Das ist vielleicht auch noch eine ganz nette Geschichte zum Informatik-Biber, weil die Aufgaben für den Biber, die denken wir uns nicht alleine in Deutschland aus. Da haben wir auch eine Gruppe von Leuten, die aus dem Schulbereich sind, also Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit Informatik in der Schule gut auskennen. Ja. Aber wir arbeiten mit mittlerweile über 50 Ländern in der ganzen Welt zusammen. Und wie gesagt, hier eben diese Aufgabe wurde in Japan sich überlegt und die fanden wir unter anderem eben so schön, dass wir die 2017, wenn ich mich richtig erinnere, eben im Informatik wieder verwendet haben. Wir haben hier das so eine richtig typische Informatik-Fragestellung. Ich soll diese Biber unten auf das Feld schieben. Mhm.
irgendwie so. Und aber es werden Bedingungen gestellt. Ja, die Bedingungen sind, jeder Stock von einem Biber soll irgendwo anders auf ein Schild zeigen. Auf ein Schild, was wiederum ein anderer Biber in der Hand hat. Genau, was er wieder in der Hand hat. Okay. Also die haben die in der Hand, genau, Stock und Schild. Und jetzt kann man sich überlegen, ein Biber steht schon da, zwei Stöcke. Ah. Ja, jetzt kann man sich überlegen. Die finde ich jetzt schwer. Ich würde sie jetzt gar nicht ganz vorführen wollen. Da habe ich nämlich Angst, dass ich selber spontan scheitere. Ich bin im Training. Das mache ich gerade mit meinem Sohn auch. Aber ich will mich jetzt auch nicht bloßstellen. Aber das war jetzt zum Beispiel, ja, man muss ja so ein bisschen auch nach dem Ausschlussprinzip gehen. Und genau. Der untere Biber hat ja eigentlich nur eine Möglichkeit, mit seinem Stock auf eins dieser Schilder zu zeigen. Weil es gibt auch nur ein Schild, was nach unten gezeigt wird. Genau. Deshalb ist das richtig. Erste also ist noch, genau, das dem, erste ist noch recht einfach. Ja. Genau. Oder wir haben welche, die ihr Schild nach oben zeigen, die müssen in die untere Reihe. Ja, also solche Überlegungen kann man eben anstellen. Okay. Und dann probiert man ein bisschen und kommt dann schon am Ende auf die Lösung. Genau. Was ich gerade noch sagen wollte, Wolfgang, was ich ganz toll finde, dass ich wusste das auch nicht, dass ihr die Aufgaben quasi aus einem internationalen Kontext zusammen erstellt, quasi euch da austauscht, weil das Thema Programmieren als Feld der Informatik ist ja auch ein extrem internationales. Also ich weiß, dass unsere Entwickler aus dem Hause auch ständig im Austausch mit Programmierern in der ganzen Welt sind und man sich auch den Code austauscht. Das heißt, die Grundidee vom Programmieren wird auch quasi in der Erstellung der Aufgaben zum Informatiklernen bei euch umgesetzt. Finde ich total wunderschön, wie man so schön sagt. Ja, toll. Und das Gute ist einfach, viele Leute haben viele Ideen, ne, und viele haben eben auch viele gute Ideen. Aber das ist eben auch wieder eine Idee, die durchaus von dem Känguru-Wettbewerb mitgenommen wurde. Auch da werden nämlich international Aufgaben zusammengestellt und zusammengearbeitet. Das machen die da ganz gut. Und darum haben diese Erfahrung haben wir bei uns eben beim Biber dann eben auch von Anfang an genutzt. Und erst ist das so in Europa entstanden und mittlerweile aber eben sind wirklich Länder aus der ganzen Welt dabei. USA, Kanada, auch Südamerika ist vertreten, asiatischen Länder sind vertreten, der ganze aus ihrem russischsprachigen Bereich mit vielen Ländern aus dem Bereich auch stark vertreten. Also das macht auch richtig Spaß, mit denen immer wieder neue Ideen auch mitzubekommen, was die anderen so haben. Jeder macht so ein bisschen andere Aufgaben und dadurch können wir am Ende für unseren deutschen Wettbewerb ganz herrlich mixen mit Sachen aus verschiedensten Ländern. Das war jetzt Japan hier. Genau, das ist Japan. Genau. Und aktuell, oder wie gesagt, das war so diese Mint-Challenge, die ist aber jetzt, glaube ich, gelaufen im Rahmen der Allianz. Die ist durch, da ist was Neues da. Kann man denn da noch zugreifen, wenn man das jetzt zu Hause nochmal machen möchte? Was man zu Hause jetzt machen kann, das ist was wir direkt auf unserem Wettbewerbsportal anbieten. Da schalte ich mal gerade um. Ja. Ich hoffe, dass man das jetzt auch so ganz gut sehen kann. Gut, perfekt. Ja, das ist nämlich der Biber at Home. Also, da würde sich mein Mann freuen. Sein Lieblingstier ist nämlich der Biber. Der würde sich sehr über einen Biber at Home freuen. Wir haben nur einen Biber abgenagten Stamm bei uns im Garten. Ja, genau. Ja, Biber sind ja sehr scheu normalerweise. Ne? Ja. Also das ist immer schwierig, wirklich in echt welche zu sehen. Obwohl, jetzt soll ja irgendwo einer mitten durch Berlin gelaufen sein. War zumindest im Internet, wenn das denn kein Fake war. Ja. aber da haben wir also diesen Biber at Home. Da versuchen wir jede Woche, also wir hoffen, dass das klappt, ist ja auch Arbeit, jede Woche wieder ein paar neue Aufgaben zu stellen. In den Osterferien, wie man jetzt hier schon sieht, das waren 2 Wochen, da gab es da nur einen Aufgabensatz, da haben wir auch ein bisschen Pause gemacht. Aber eigentlich jetzt eben seit der Woche vor den Osterferien ist das online das Angebot und jetzt ist eben schon die dritte Runde sozusagen. Da kann ich mal auch eben, da kann man jetzt wirklich reingehen. Auch hier oben sieht man zwar anmelden, potenziell können auch hier Lehrer ihre Schüler mit Zugangsdaten versehen, dann können die über den Anmeldeknopf gehen und dann die Aufgaben machen. Dann haben die Lehrer die Möglichkeit, auch die Ergebnisse zu sehen. Also man kann das jetzt auch in die Unterrichtsgestaltung mit einbauen. Aber jeder kann auch völlig frei daran. Also das braucht man nicht mit dem Anmelden, nicht zwingend, sondern kann hier einfach rein. Und es gibt immer 2 Aufgabengrüppchen. Eine so ein bisschen leichter und die andere ein bisschen schwerer. Deshalb haben wir das haben wir so durch die Klassenstufen gekennzeichnet. Aber da verrate ich jetzt mal,
ein Geheimnis. In Wirklichkeit ist alles für alle zugänglich. Zugänglich, ja, ja, vielleicht das, aber nicht beantwortbar, oder? Auch, das muss man dann, das kann man ja probieren. Man, wir haben ja eben schon gesagt, man weiß ja nie, man hat manchmal ganz, ganz schlaue, auch jüngere, also die können sich durchaus da reinwagen. Wenn sie mit den anderen, wenn sie die anderen keine Schwierigkeit waren, dann können sie ruhig auch mal die für die Älteren anpacken, denke ich. Das ist also kein Problem. Und die Aufgaben sind so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler das auch wirklich selbst bearbeiten können. Man muss jetzt nicht als Elternteil daneben stehen und noch was erklären, sondern die sind selbsterklärend. Das sollte so sein, genau. Das ist ja auch im Wettbewerb so. Also es sind originale Wettbewerbsaufgaben aus früheren Wettbewerben. Mhm. Und da ist das ja auch so, ne? Da bekommt man ja keine Hilfe. Mhm. Und von daher können die Kids einfach da jetzt ganz alleine ran. Ich gehe mal jetzt rein, um einfach mal ein paar Beispiele zu zeigen. Und fangen wir meinetwegen mit der Schlüsselaufgabe an. So, die nimmt ein bisschen viel Platz ein. Ich hoffe, der Bildschirm aber ist, glaube ich, so zu sehen. Passt genau drauf. Sehr gut, dass man das alles sieht. Fein. Und hier soll man gucken, der Schlüssel soll mit seinen Enden diese Schlossriegel so hoch drücken, dass die nachher alle gleich stehen. Dann geht das Schloss auf. Ja, und da muss man sich jetzt mal überlegen. Ich habe hier ein Schloss mit einem Ausgangszustand der Schlossriegel. Und wie muss jetzt mein Schlüssel aussehen? Hier kann ich irgendwie das mir aussuchen, durch Anklicken mir aussuchen, wie der Schlüssel aussehen soll. Und dann kann ich nachher gucken, ob das passt. Was meinst du, Jutta, wenn man der erste würde eine 1 sein. Ich würde mal den zweiten würde ich so lassen. Ja. Genau, da kommt nichts rein. Ja. Dann beim dritten 2 und beim vierten wieder 1. Okay, gut. Bin gespannt. Genau. Ja, und das ist jetzt genau, aber leider musst du noch weiter gespannt sein, denn ich kann jetzt sagen, ja, das ist meine Antwort. Aber wir sind so richtig wie in einem kleinen Wettbewerb hier und kriegen noch nichts verraten. Ja. Aber genau, und da gibt es noch ähnliche Aufgaben. Ja, ich bin man kriegt nicht gleich eine Rückmeldung, ob es richtig war, sondern erst dann quasi, wenn der Wettbewerb gelaufen ist, kriegt man eine Auswertung. Richtig, genau. Okay. Da kann man, läuft irgendwann die Zeit ab. Man sieht hier oben rechts, dass so eine Uhr läuft. Das ist also wirklich wie ein kleiner Wettbewerb, wo eben auch das unter Zeitlimit laufen muss, wobei 10 Minuten pro Aufgabe ist schon großzügig, also man braucht man keinen Stress haben. Und man kann irgendwann auch sagen, hier, ich mache Schluss. Mhm. Und das machen wir jetzt einfach mal und kann dann nochmal bestätigen, dass man wirklich raus will. Ja, und dann bekommt man dann Punktzahlen angezeigt. Die sind ein bisschen unterschiedlich pro Aufgabe, weil die unterschiedlich schwierig sind. Aber es gibt natürlich nur Pluspunkte. Und diesmal auch kein Bonus, da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail, kann man ignorieren. Also man kriegt hier seine Punkte angezeigt und wenn man gut ist, hat man eben alle. Genau. Und normalerweise bei den Wettbewerben, beim Informatik-Biber-Wettbewerb, dann kriegt man das Ergebnis dann erst im Nachgang. Das ist jetzt quasi so, dass man losgelöst von den Wettbewerben, aber Wettbewerbsaufgaben und man hat trotzdem noch den Wettbewerbsgedanken, dass man es auch mit der Klasse spielen kann. Genau. Aber man kriegt gleich die Rückmeldung und wartet nicht, bis alle ihre Ergebnisse eingereicht haben. Ja, genau. Das haben wir hier in dem Fall so gemacht. Da haben wir uns zumindest vorgestellt, dass das jetzt im Moment die passendere Situation ist, vor allen Dingen, wenn man das zu Hause machen will. Ja. Dann ist man doch neugierig und unabhängig vom Lehrer, da ist man doch neugierig, was da rausgekommen ist. Und der sag ich mal, Clou an der Sache ist, dass wir jetzt die Runden, die jetzt eigentlich schon abgelaufen sind aus den vorigen Wochen, auch noch da haben. Und da kann man, ist es ein bisschen anders. Und deshalb gebe ich da auch noch mal ein Beispiel. Ja, ich probiere noch meine Aufgabe. Genau, wir nehmen mal wieder die für die Jüngeren, ist für uns alle besser. Ach komm, eine schwere gucken wir uns nachher an. Ich kann mich ja bloß. Du darfst mir ja nicht die richtige Antwort sagen, weil man will ja selber daran teilnehmen, aber ich kann mich ja dran versuchen. Ja, die könntest du vielleicht wirklich mal probieren. Das ist eine meiner Lieblingsaufgaben. Okay. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie von mir ist. aber weil sie auch ein bisschen fies ist. Okay. Wir sehen so 5 Figuren, das sind wie so Puzzlefiguren, also die haben so Löcher, Vertiefungen und andererseits auch Ausstülpungen, also wie bei so Puzzleteilen. Ja. Und man soll Pärchen bilden, also immer 2 und 2.
Und jetzt mal gucken, ob man eben, na gut, 5 Stück sind da. Das heißt, wir kriegen so maximal sowieso ja nur 2 Pärchen hin. Die Frage ist, kann man 2 Pärchen hinbekommen? Ja, das kannst du von, ja, sag, kannst du mir mal sagen, welche Steine du jetzt zusammenlegen würdest. Und Ziel ist aber, so viele wie möglich hinzubekommen. Welche würden alle passen? Ja, also genau, so viele Pärchen wie möglich. Also die 1 passt auf jeden Fall mit der, warte mal, 1, 2, 3, mit der 4 zusammen. Die 1 okay. Und die 4, ja. Würde ich mal sagen, das passt zusammen. Okay. Ach so, und jetzt habe ich aber natürlich für die, jetzt kann ich kein neues mehr bilden. Ja, genau, aber kein Problem, wir können das hier nochmal zurückdrücken. Wir können das wieder zurückschieben? Aha, ja, okay. Genau. Dann brauche ich 1 mit einem Dreieck und, genau, die 1 und die 3, aber andersrum. Also erst die 3 und dann die 1, genau. Okay. Aber der Kreis passt nirgends dazu. Also dieser. Sieht nicht gut aus, ja. Mhm. Der sieht nicht gut aus. Aber es gibt noch was. Es gibt noch was. Du bist auf dem richtigen Weg. Kann ich das jetzt auch einfach anbauen? Weil jetzt, immer nur Pärchen. Aber es immer gibt nur Pärchen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was ich schon hatte. Aber ich kann das, was jetzt hier als zweites liegt, noch mit dem zweiten oder das. Das oder das, genau. Ja, genau. Ja, also es müssen auch, genau, das sind die 2 Pärchen, die möglich sind. Andere gibt es übrigens auch nicht. Ach so, okay. Also nicht es gibt keine anderen Möglichkeiten, 2 und 2 zu legen. Mhm. Es gibt viele einzelne Pärchen, die man machen könnte, aber eben nicht 2 Stück. Und wenn ich jetzt nochmal, ich mache das nochmal gerade irgendwie, kriege ich das jetzt zurück? Ich versuche das nochmal. Ja, genau, auf Ausgang, weil eigentlich hätte man ja sehr verführerisch, direkt so mit den 2 anzufangen. Und dann hat man aber keine mehr. Und dann hat man wieder keine Möglichkeit mehr. Na gut, jetzt machen wir das nochmal gerade, wie du das hattest. So, und wenn man jetzt sagt, Antwort speichern, wie gesagt, wir sind hier in der Runde, die ja eigentlich schon abgelaufen ist, von den Osterferien. Dann kommt auf einmal was dazu. Und das ist eben auch ein besonderes Angebot jetzt hier für diese Zeit. Wir kriegen hier eine Erklärung der Lösung dazu. Und wir bekommen, und das ist immer das, ja, das ist eigentlich das Besondere an den Biber-Aufgaben, wenn wir die nachher dokumentieren. Wir machen da immer Hefte mit allen Aufgaben aus einem Jahr. Und dann erklären wir auch ein bisschen, warum das eigentlich Informatik ist. Denn das, ja, warum ist jetzt irgendwelche Puzzlesteine miteinander zusammenzulegen? Warum ist das Informatik? Das hätte ich jetzt tatsächlich gefragt. Warum ist das denn jetzt Informatik? Genau. Ja, und das ist klar, dass viele Leute die Frage stellen, weil es ist ja auch komisch, und so ein Wettbewerb, der keine Vorkenntnisse verlangt. Warum stellt man, wie kann man dann da behaupten, dass man da Informatikfragen stellt? Ja, und hier ist eben, wenn man das in Ruhe sich durchliest, die grobe Geschichte ist, das, was ich eben gezeigt habe, nämlich, dass man so ein bisschen verführt war, direkt die ersten 2 zusammenzulegen. Das gibt es durchaus beim Lösen von algorithmischen Problemen. Also wenn man irgendeine Lösung programmiert, dann sagt, ah ja, komm, ich nehme immer das, was am besten geht, nämlich packe ich zu meiner Lösung dazu. Gucke ich ja so ein bisschen kurzfristig. Mhm. Damit kann man sich aber eben schwer vertun, weil man dann nicht alle Möglichkeiten betrachtet hat, wirklich die beste Lösung zu finden. Es gibt Probleme, wo das klappt, aber eben viele auch nicht. Und das Nette persönlich finde ich, die Informatiker sind ja eher, so sagt man zumindest, manchmal eher trockene Typen, aber hier für diese Methode, dass man immer das nächste Beste nimmt, haben sie sich das Wort greedy für einfallen lassen, also gierig. Ja, und hier hat die Informatik eine quasi moralische, einen moralischen Aspekt, nämlich heißt, gierig hilft meistens nicht. Mhm. Ja, sondern gerade auch bei dieser Aufgabe hilft das Gierigsein nicht, sondern man muss ein bisschen weiterdenken. Ja, es ist auch, das finde ich hier auch immer das Schöne, dass Informatik so viel mit dem Alltag und dem Analogen auch zu tun hat, weil auch da ist es ja auch oft so, dass die erste Lösung ist ja nicht unbedingt die beste, ja? Sondern dass man, also die naheliegendste ist nicht immer die das dann am besten macht oder am schönsten ist oder am nachhaltigsten. Ja, genau. Und stimmt, also so Informatik, also wer informatisch Probleme lösen kann, löst die systematisch, überlegt, denkt wirklich über alle Möglichkeiten nach, sonst macht er seinen Job nicht gut. Und das ist durchaus eine Eigenschaft, die ja gar nicht schlecht ist, so im allgemeinen Leben auch. Ja. Sehr schön. Ja, dann, ich glaube, so zum Informatik-Biber, wie gesagt, das sind eben so Angebote. Ich zeige das nochmal in der Übersicht. Wie gesagt, 2 frühere Runden, wo man eben diese Zusatzinfos bekommt und sich in Ruhe da ein bisschen einfuchsen kann, auch in diese Erklärungen, und eben jede Woche ein aktuelles, neues Aufgabenset für in 2 Altersstufen,
Das ist der Biber jetzt dieser Tage. Wir packen auch den Link dazu. Dann im Nachgang auf YouTube bleiben die Videos ja bestehen. Kann man sich's nochmal nachgucken. Dann packen wir unten in die Informationen nochmal den Link dazu rein, dass alle wissen, wo sie direkt draufklicken können, um zu dem Informatik-Biber at home zu kommen. Sehr schön. Genau, ja, und jetzt würde ich eigentlich ganz gern an den Robert weitergeben, damit ich immer mich auch entspannen kann. aber Robert ist auch der bessere Experte, das muss ich auch dazu sagen, beim Jugendwettbewerb. Wie gesagt, da geht es ums Programmieren. Weiß nicht, Robert, willst du mal übernehmen? Genau. Dann müsstest du mal dein Bildschirm wieder entteilen quasi. Okay. Genau, dann sehen wir euch einmal nochmal als Personen direkt bei mir auf dem Tablet, was ich bei mir stehen habe, wenn du da einfach dein Teilen beendest. Genau, da gehe ich mal rüber, Moment. Da musst du den Teams wieder aufmachen, sonst kann ich dich auch, ja, wunderbar, super. Genau. Ist okay, und Robert, jetzt kannst du deinen Bildschirm teilen, wenn du soweit bist. Ja. Und uns ein bisschen erzählen, wo jetzt das Programmieren gerade steht und was man da in der aktuellen Situation machen kann bei euch. Genau, ich kann ja vielleicht schon mal ein bisschen vorweg erzählen. Ja. Also bei uns beim Jugendwettbewerb Informatik, da geht es dann so ein bisschen mehr ums Programmieren. Und das war tatsächlich, wir waren quasi besonders betroffen von diesem Ereignis der ganzen Schulschließungen, weil das mitten zwischen der ersten und zweiten Runde passiert ist bei uns. Das heißt, in der ersten Runde haben die ganzen Schulen noch zusammen teilgenommen und in der zweiten Runde war das dann auf einmal nicht mehr möglich, das in den Klassen zu machen. Und wir haben uns dann überlegt, wie man das vielleicht auch besser gestalten kann und den Lehrern und Schülern mehr Angebote geben kann. Magst du kurz erzählen, was in der ersten Runde schon passiert ist? Also was dort an welchem Start oder an welchem, was so grundsätzlich bei den Jugendwettbewerben für Aufgaben oder wie das gemacht wird? Ja, ich zeige das einfach mal jetzt ganz kurz. Mhm. Also unsere Seite für den Jugendwettbewerb Informatik findet man einfach unter jwinf.de. Mhm. Und dort kann man dann, hier, ich zeige das einfach mal an den Trainingsaufgaben. Wir haben hier drei verschiedene Bereiche. Das sind einmal die Trainingsaufgaben, dann haben wir den Wettbewerbsbereich selbst, wo man am Wettbewerb teilnehmen kann. Und jetzt ganz neu dazugekommen, das sind die Herausforderungen, die halt auch so ein bisschen jetzt für die geänderte Lage da hinzugefügt wurden von uns. Und ich gehe einfach mal auf die Trainingsaufgaben. Da findet man hier, wir haben das auch in den letzten Wochen nochmal gut erweitert. Das sind jetzt sehr viele Bereiche, die man sich hier angucken kann. Mhm. Und am besten fängt man erstmal bei den Einführungsaufgaben an. Und da gibt es hier eine ganz einfache Aufgabe, die Einleitung, die einem erstmal erklärt, wie das ganze System funktioniert. Und um das ja auszuprobieren. Genau. Und man sieht ja hier, dass das hier erstmal eine ganz einfache Aufgabe ist. Diese Aufgaben haben immer das gleiche Format. Oben steht der Aufgabentext. Dann hat man links seine Umgebung, wo man seinen Roboter in einer Welt sieht oder manchmal auch eine Schildkröte, die man programmieren kann. Und hier hat man seinen Programmierbereich. Und das ist eine bausteinbasierte Programmierumgebung. Das heißt, man zieht einfach seine Befehle als Bausteine hier in das Programm rein. Mhm. Und die verknüpfen sich, die dann auch wie Puzzleteile zueinander passen. Genau, das, wenn ich das hier in die Nähe tue, dann sieht man das hier schon, dann schnappt das einfach zusammen. Mhm. Ja, und jetzt möchte ich hier, dass dieser Roboter auf dieses grüne Feld läuft, ohne dass er gegen diese Hindernisse läuft. Und dann kann ich mir überlegen, welche Bausteine brauche ich dafür, dass dieser Roboter hier langläuft. Das ist einmal nach rechts gehen, einmal nach oben gehen und einmal nach rechts gehen. Und dann werfe ich das hier mal kurz weg und mache das neu. Gehe nach rechts, gehe nach oben und gehe nach rechts. Und wenn ich das dann ausprobieren möchte, dann drücke ich einfach hier auf Ausführen und Bewerten. Mhm. Und dann führt der Roboter dieses Programm aus, was ich hier sehe. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, gibt es eine kleine Meldung, die mir sagt, dass ich das geschafft habe. Alles und da haben wir gerade gesehen, ganz schnell, dass der Roboter richtig gelaufen ist und hier
gibt es eine kleine Meldung, die mir das auch nochmal bestätigt. Das heißt, hat der Schüler oder die Schülerin gleich eine Rückmeldung, ob er das, was er durchgeführt hat, ob das auch das Korrekte war. Was passiert, wenn man es falsch macht? Wenn man es falsch macht, kommt entsprechende Fehlermeldung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal nach oben gehe, gegen die Wand, dann versucht dieser Roboter gegen die Wand zu laufen, richtig. Und dann kriege ich die Meldung, der Roboter ist gegen ein Hindernis gelaufen. Okay, und dann setzt man nochmal von vorne an. Aber man kann auch, also ich sehe gerade, man könnte aber auch sagen, okay, ich mache jetzt knobelig nicht weiter, ich mache die nächste Aufgabe. Ja, das schlägt er mir jetzt in diesem Fall tatsächlich vor, weil ich die ja schon gelöst habe eben. Ah, okay. Das hat er nicht gemerkt. Wenn ich jetzt hier auf Fortfahren drücke, dann sieht man hier auch schon, dass ich jetzt für diese Aufgabe die Punkte schon bekommen habe. Ah, okay. Okay. Und ich kann das ja einfach nochmal für eine etwas komplexere Aufgabe zeigen. Das ist ja nur die Aufgabe gewesen, um zu gucken, wie man das Programm bedienen kann. Zum Beispiel diese Aufgabe hier. Da soll der Roboter hier entlang laufen und die einzelnen Murmeln hier aufheben und in das Loch daneben werfen. Okay, und da ist auch schon ein Programmierprinzip mit drin, was dann angewendet werden muss. Das ist aber schon so, dass die Schülerinnen und Schüler da auch nicht wirklich Vorkenntnisse brauchen, oder? Also das ist ja auch selbsterklärend und es geht ja Schritt für Schritt voran. Und durch die Bezeichnung der einzelnen Blöcke ist es ja auch selbst erschließbar, was gemacht werden muss, richtig? Genau, die verschiedenen Aufgaben versuchen wir da so ein bisschen ranzuführen, dass man das auch erklärt bekommt und auch für diesen Wiederholebaustern, der taucht natürlich hier nicht einfach so auf in dieser Aufgabe, sondern es gab vorher schon die Schleifen. Ja, ist dritte, ne? Hier zum Beispiel ist auch nochmal erklärt, wie man Schleifen verwendet. Das heißt, wir haben in den Aufgaben aufsteigend immer mehr Erklärungen und dann kommen immer mehr Bausteine dazu, die man dann kennt und dann kommen weitere Bausteine dazu. Also nach den Schleifen kommen auch irgendwann Bedingungen zum Beispiel oder Variablen. Okay, mal so eine Botschaft an die Zuschauer zu Hause, die das Video sehen. Auch wenn sie von Programmieren und Informatik noch nicht so viel Ahnung haben, scheint mir das auch für Erwachsene mal so ein ganz spannendes Feld zu sein, da reinzugehen. Ich weiß, wie mir das selber ging vor 5 Jahren, als wir unsere Programmierinitiative gestartet haben. Sage ich ja auch immer ganz offen und ganz ehrlich, hatte ich selber auch überhaupt gar keine Ahnung vom Programmieren, also wirklich null. Das ist ja so ein bisschen vom Prinzip her ähnlich, was wir mit Code Your Life, auch mit unserer Schildkröte machen, dass man eben Schritt für Schritt alles lernen kann. Deshalb ist es nicht nur eine Sache für Kinder oder Schüler, sondern wirklich jeglichen Alters. Wenn man es noch nie gemacht hat, dann hilft das auf so einer doch recht reduzierten Art und Weise, das Programmieren kennenzulernen. Ich finde das ganz toll. Ja, genau. Das ist auch das Ziel, dass man das quasi von vorne auf lernen kann. Und ist auch, teilweise gibt es Grundschüler, die das unbedingt machen wollen und sich nicht davon abbringen lassen, da mit diesen Aufgaben herumzuspielen. Aber die Aufgaben, das wird natürlich auch schnell so herausfordernd, dass wir da auch Schüler der Oberstufe mit fordern können. Ja, sehr schön. Und genau, der Wettbewerb läuft gerade, deswegen da kann ich jetzt erstmal nicht zeigen, da will ich jetzt die Aufgaben nicht zeigen, weil er ja gerade läuft. Aber wir haben hier zum Beispiel in den Herausforderungen jetzt einmal die Wettbewerbe vom letzten Jahr und die erste Runde von diesem Jahr die Aufgaben nochmal zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn man sich entweder einmal bei uns anmeldet oder von seinem Lehrer sich einen Code geben lässt, kann man ja auch teilnehmen an den alten Wettbewerben. Okay, also das ist nicht komplett offen. Da müsste man schon einmal über die Lehrkraft gehen, die dann einen Zugang beantragt bei euch. Genau, genau. Mhm. Oder man legt sich bei uns einfach einen eigenen Account an. Oder so. Kann man also auch als Eltern oder als ältere Schüler einfach machen. Genau. Okay. Und die Wettbewerbe an sich, die sind auch eigentlich ganz gut für so eine Zeit geeignet, weil sie ja auf einer digitalen Ebene passieren, richtig? Oder ist auch ein Element drin, wo sie was quasi im Klassenraum machen müssen? Nee, das ist alles online und im Browser.
Und erst in der dritten Runde tauchen dann, werden dann zu Hause Aufgaben bearbeitet müssen. Aber nichts davon muss im Klassenraum passieren. Das ist alles entweder, also die ersten Runden entweder zu Hause oder im Klassenraum, was jetzt natürlich nicht geht im Klassenraum, aber zu Hause geht auf jeden Fall. Also passt ganz wunderbar in das Thema Fernunterricht, was ja auch gerade ganz viele Lehrkräfte umtreibt. Wie kann ich eigentlich meinen Stoff, den ich habe, oder die ganzen Thematiken, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern machen möchte, wie kann ich das jetzt remote im Fernunterricht oder im geteilten Unterricht, was ja bald auf uns zukommt, umsetzen? Bietet sich das natürlich an, weil es keinerlei Präsenz tatsächlich in sich selbst erfordert. Ne? Das ist ja schon mal ganz toll. Genau. Und die Lehrer können aber auch den Status ihrer Schüler mitverfolgen. Das heißt, die Lehrer können einsehen, wenn die ihren Schülern einen Account anlegen, können einsehen, was haben die Schüler schon gemacht, wo hatten sie vielleicht Probleme, und können ihnen dann gezielt auch helfen. Können wir uns mal eine Aufgabe anschauen? Ich bin mutig. Aus den Wettbewerben hier? Aus den Wettbewerben, die dort sind, genau. Die eine, die so ein bisschen, vielleicht ein bisschen... Da müsste ich mich jetzt mal ganz kurz hier anmelden. Guck mal, wie ich das am besten mache. Ich melde mich einfach mal als ich selbst an. Dann müsste ich da Zugang zu haben. Genau, das ist jetzt aus der Sicht eines Lehrers, habe ich ja auch meine Möglichkeiten, Gruppen zu verwalten, aber das soll jetzt hier nicht im Vordergrund stehen. Und ja, sollen wir einfach mal so eine mittlere Aufgabe aus der letzten ersten Runde uns angucken. Dann muss ich jetzt hier den Wettbewerb starten. Ich habe da das quasi, dass man das unter Wettbewerbsbedingungen machen kann, haben wir das auch wieder dasselbe Zeitlimit, mit demselben Zeitlimit zur Verfügung gestellt. Ja. Und genau, was ist denn hier eine schöne Aufgabe? Ich glaube, diese Sokoban-Aufgabe ist eine ganz schöne Aufgabe, die man sich mal angucken kann. Und dabei geht es darum, dass dieser Roboter alle Kisten auf diese markierten Felder schieben soll. Ah, okay. Das heißt, ich muss mir wieder eine Bewegung überlegen, die der Roboter durchführt. Genau. In der Systematik das dann wieder mit einer Schleife zu verbinden. Und genau. Jetzt muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Ah, jetzt ist, okay, das war vorher anders. In der Einführungsaufgabe konnte man sagen, der Roboter soll nach oben und nach rechts laufen. Jetzt ist es so, dass er sich dreht und dann erst laufen muss. Genau, da gibt es beide Varianten. Einmal diese von oben Sicht quasi und einmal diese aus der Robotersicht. Okay. Und ich kann ja auch erstmal mir die Richtung überlegen. Oh, Sie denken zu Hause bestimmt mit. Der guckt ja schon in die Richtung der Kiste. Das heißt, er müsste einfach nur einmal vorwärts laufen, das zumindest schon mal. Vielleicht genau, es gibt jetzt zwei unterschiedliche Befehle zum einfach so gehen und zum Kiste verschieben. Ah, okay. Also Kiste schieben, weil er steht ja schon an der Kiste. Dann müsste er einmal Kiste schieben. Genau. Steht er eins weiter vorne, also in der genau der richtigen Linie, um dann sich nach rechts zu drehen. Da muss ich dann immer, das mache ich auch, wenn wir mit der Schildkröte programmieren, sieht auch immer sehr lustig aus, wenn ich hier vor der Kamera bin, weil ich mich immer wegen rechts und links immer so ein bisschen drehen muss. Mhm. Dreht sich nach rechts und jetzt muss er vorwärts laufen. Ja. Und zwar würde ich da tatsächlich die Schleife benutzen, also wiederhole. Und jetzt muss ich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, also nicht 10, sondern 6 eingeben. Ja. Und nur gehe. Mhm. Genau. Kann ich das zwischendurch ausprobieren, wie weit ich gekommen bin? Na klar. Also man kann entweder einfach hier auf das empfehle ich immer, einfach auf diesen blauen Button drücken und dann sieht man, was passiert. Super. Und dann steht da natürlich, dass es noch nicht fertig ist. Aber ich konnte warten. So, ich glaube, dass ich jetzt eine zweite Schleife nutzen könnte. Ja. Na? Und würde dort, die würde ich unter Roboterprogramm schieben und das alles, was bislang da steht, reinpacken. Das alles? Jawohl. Dann tun wir das mal. Und dann das auf 4 setzen und nicht auf
Peter, was meinst du? Ist es richtig? Peter ist unser Regisseur hier im Studio. Überprüf mal schnell, wir testen noch. Meine Überprüfung, Peter überprüft im Kopf und wir können ja mal auf Ausführen und Bewerten gehen und gucken, ob das funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Ja, dann führe ich das mal aus und dann sehen wir jetzt hier, wie dieser Roboter das Programm ausführt. Ja. Super. Sehr gut gemacht. Peter sagt, er hätte es auch gesagt. Ja, ja. Wir machen mal nachher den Informatik-Biber für die Grundschule, Peter. Dann gucken wir uns das mal an zusammen. Ja, super. Gibt es da eine richtige Lösung? Also gibt es, man hätte ja jetzt auch an der Stelle das so machen können, dass man das ohne die zweite Schleife macht. Das heißt, dass der Roboter vorwärts läuft und dann absetzt, wieder vorwärts läuft, wieder absetzt oder schiebt. Wäre das auch eine richtige Lösung oder würde man einen Hinweis bekommen, du kannst es noch kürzer zusammenfassen? Im Prinzip ist alles richtig, was diese Aufgabe löst. Das heißt, alles, was die Behälter an die richtige Stelle schiebt, also diese Kisten auf die richtigen Felder schiebt, löst die Aufgabe und ist deswegen möglich. Aber es gibt noch eine kleine fiese Gemeinheit von uns hier. Es gibt ein Bausteinlimit. Man darf nur bestimmt viele Bausteine verwenden. Ah, okay. Und das sorgt dann oft dafür, dass man nicht so ganz stumpfe Sachen machen kann. Gut, das ist ja auch das, also ich finde es ja zum einen sehr, sehr schön, dass man beim Programmieren viele Wege führen zum Ziel. Also man kann es auf ganz viele unterschiedliche Arten machen, aber es ist nicht alles sinnvoll, was man tut. Das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Lerneffekt, finde ich, beim Programmieren den Schülerinnen und Schülern immer wieder auch zu zeigen, dass manche Dinge entweder nicht so schön sind, man es einfacher machen kann, also nicht so ästhetisch aus Programmierersicht heraus, oder die einfach auch für das Programm keinen Sinn machen. Ich habe das zum Beispiel ganz oft, wenn man eine Geschwindigkeit hochsetzt, weil man möchte, dass etwas schneller gemacht wird, im Beispiel der Schildkröte, und dass das dann in eine Schleife reingepackt wird. Und dann jedes Mal, wenn das Programm aufgerufen wird, quasi wieder nachdenkt, okay, ich muss schneller werden. Dabei reicht das eigentlich, wenn man das einmal außerhalb der Schleife durchführt. Und das ist deshalb eine ganz schöne Rückmeldung, dass zwar verschiedene Wege möglich sind, dass es nicht den einen Weg gibt, wie man das ja sonst auch oft, wie Schülerinnen und Schüler das oft erleben. Es gibt immer nur einen Weg. Nee, beim Programmieren gibt es eben mehrere. Aber es gibt halt auch schönere und nicht so schöne. Ne? Ja. Toll, schön. Und eine Sache, auf die ich jetzt noch, ganz kurz zeigen möchte, ist, dass wir die ganzen Aufgaben immer in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden anbieten. Mhm. Das heißt, diese Aufgabe wird jetzt auch hier, wenn man die jetzt gelöst hat, wenn man dafür nicht ganz so lange braucht, dann wird einem auch vorgeschlagen, dass man zur nächsten Schwierigkeitsversion wechselt. Man kann auch direkt die schwierigere Aufgabe machen oder gleich die ganz schwere Aufgabe. Und je nachdem, wie schwer die Version war, die man gemacht hat, bekommt man verschieden viele Sterne. Und wir haben jetzt hier 2 Sterne bekommen. Wir müssen jetzt nochmal in den Wettbewerb gucken, sehen wir, dass wir jetzt hier 2 Sterne für diese Aufgabe schon bekommen haben und dann könnten wir noch 2 weitere uns holen. Okay. Wie lange läuft der Jugendwettbewerb jetzt gerade noch? Der ist jetzt aktiv, sagst du? Wie lange genau, in der zweiten Phase sind die jetzt gerade? Genau, die zweite Runde, die haben wir auch verlängert jetzt wegen der Schulschließungen, läuft noch diese Woche. Okay, und dann geht es in die dritte Runde. Die dritte Runde, genau, aber die fängt etwas später erst an. Die beginnt im 1. August und ist zusammen mit dem Bundeswettbewerb Informatik. Okay. Findet es einmal im Jahr statt, die Jugendwettbewerbe? Und der Informatik-Biber, wird es einmal im Jahr ausgerufen? Genau, der Jugendwettbewerb immer im Frühjahr, so Februar, März rum, der Informatik-Biber immer im November und der Bundeswettbewerb beginnt immer im August, okay. 1. September, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Da ist das dann so ein bisschen übers Jahr verteilt. Ja, schön. Genau. Was glaubt ihr, wie lange... Oder mal andersrum gefragt, wie ist die Resonanz und die Nachfrage nach den Schulen, also vor Corona und jetzt während Corona? Verändert sich das was? Habt ihr viel zu kämpfen mit Nachfragen? Was machen wir denn jetzt? Oder könnt ihr was anbieten? Oder nutzen Sie es einfach? Ist es jetzt ein neues Aufgabenfeld, das zu handeln und die Schulen zu beraten? Wie könnt ihr das denn jetzt eigentlich digital machen, ohne in der Schule zu sein?
Ja, ich hake vielleicht nochmal ein. Also die, wir haben unheimlich mittlerweile eben durch die großen, teilweise großen Teilnehmerzahlen bei den Wettbewerben sehr, sehr viele Kontakte eben zu Lehrern. Das sind viele tausend Lehrkräfte, die wir sozusagen per E-Mail-Adresse quasi kennen, in Anführungszeichen. Und die haben wir natürlich informiert, was wir da machen. Zusätzlich eben die Informationen über die MINT-Allianz. Und da haben jetzt schon, denke ich, eben sehr viele mitbekommen, was wir tun. Wir merken auch an Rückmeldungen, das wird auch da so weitergetragen. Wir twittern natürlich auch, also so soziale Medien, um das bis zu kommunizieren. Und gut, wir können gar nicht so genau sagen, wie stark die Nutzung ist beim Biber at Home. Da würde ich sagen, das könnte noch gerne ein bisschen mehr sein. Bei den, ich weiß gar nicht, Robert, ob man da sehen kann, wie das Trainingsangebot, ob sich da jetzt was getan hat. Aber wir haben zumindest das Gefühl, aufgrund von Rückmeldungen, das stößt schon auf Interesse, das wird gerade genutzt. Und ich würde vielleicht ganz gerne, wir haben jetzt ja gar nicht mehr so viel Zeit, noch ein bisschen was hinterher schieben, was auch gerade passt, in Richtung, wir hatten ja quasi gesehen, bei den Trainingsaufgaben, Jugendwettbewerb, das ist ja fast wie ein Programmierkurs. Ja. So richtig für Anfänger von null an, ne? Also ja. Den kann man komplett durchmachen, da hat man eine ganze Menge gelernt. Ja. Und wie gesagt, macht das entweder für sich alleine oder ein bisschen unter Anleitung von der Lehrkraft gerne auch. Ich würde jetzt nochmal meinen Bildschirm teilen, wenn ich das darf. Klar. Genau, so sind wir immer denn den will ich nehmen, auch so annehmen, ja. Genau. Und denn hinten, also ja, an die zu den Trainings, genau. Zu den Trainingsaufgaben passt nämlich auch sehr, sehr schön unser zweiter Programmierkurs sozusagen, den wir schon jetzt seit einigen Jahren anbieten. Es ist nicht ganz so richtig unser Kurs, das wurde von einer kanadischen Universität entwickelt, aber wir betreuen die deutsche Fassung, haben das also übersetzt und betreuen das auch. Das heißt, Computer Science Circles findet man aber natürlich auch über unsere Webseiten. Und hier, das ist auch komplett für Anfänger. Also beginnt beim klassischen Hallo Welt-Programm, wo man einfach den Computer dazu bringt, einfach irgendwas mal auszugeben. Und geht nachher ja über die wichtigsten programmiersprachlichen Strukturen bis hin zu ersten richtig informatiktheoretischen Überlegungen, nämlich dass eben, wie der Punkt 18 hier, Effizienz, dass nicht jede Lösung gleich gut ist, wie wir gerade schon auch gesagt haben, sondern dass es da unterschiedlich gute Möglichkeiten häufig gibt. Und das Nette hier auch, das ist auch komplett im Browser. Aber es ist eben jetzt eine, sag ich mal, richtige Programmiersprache, also getippt Textprogrammiersprache, in dem Fall Python. Und Python ist eine richtig bekannte Programmiersprache, die auch in der IT-Wirtschaft, bei vielen großen IT-Unternehmen, auch in der Wissenschaft kräftigst benutzt wird, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit KI-Programmen ist Python wieder ganz populär. Also ganz aktuelle Sache, wenn man hier bei uns dann Python lernt. Und da will ich eigentlich nur, wie gesagt, wir haben ja jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, so eine kleine interaktive Geschichte zeigen, so wie dieser Kurs so funktioniert. Okay. Python kann ich tatsächlich noch nicht, ich bin ganz gespannt. Genau, aber es geht hier, obwohl man kann mal sagen, ich lerne hier so eine Sprache, das heißt, irgendwie muss ich mich mit den Details, wie wird das jetzt geschrieben, Klammer auf, Klammer zu, ja. Aber eigentlich geht es in diesem Kurs mehr noch um die Logik beim Programmieren. Natürlich muss man alle Klammern richtig machen, das stimmt schon, da das auch von so Schritt für Schritt geht, ist es gar nicht so wild. Und hier eine kleine Übung, die wir vielleicht auch mal so zusammen nochmal errätseln können. Wir haben hier eine Straße, die geht von einer Stadt zur anderen, geht dabei über drei Brücken. Und bei jeder Brücke, die sind alle nicht so kräftig gebaut, gibt es ein Gewichtslimit. Man kennt das ja manchmal, so Verkehrszeichen, die sagen hier nur maximal, ne, so und so viele Tonnen drüber. Die Frage ist, wenn ich jetzt mit irgendeinem LKW die ganze Straße fahren will, und die drei Brücken haben diese unterschiedlichen Grenzen, A, B und C, wie stark oder wie hoch darf diese Grenze eigentlich sein? Das muss man sich jetzt erstmal logisch überlegen. Ich weiß nicht, Jutta, ob du da eine Idee hast oder sonst fragst du natürlich Peter, der weiß es bestimmt. Er lacht. wie hoch die Gewichtsgrenze der Brücken ist. Genau, also wie schwer darf der LKW, wie viel stark darf der LKW beladen sein, wenn er über alle Brücken fahren will?
Also man kann sich überlegen, weiß nicht, das höchste von den dreien oder das niedrigste könnte so eine Möglichkeit sein oder das mittlere oder die am wenigsten Gewicht tragen kann, muss unser Ausgangspunkt sein. Ja, also das würde ich, hätte ich jetzt, ja, kann ich jetzt, wie Peter, ne, hätte ich jetzt auch gesagt. Und ja gut, und das Wenigste, das Kleinste, das wird man jetzt eben in Python und in vielen anderen Programmiersprachen, gibt es eine Funktion, die heißt min, die schreibe ich mal hin. Okay. Na, und dann muss ich A, B, C noch schreiben und muss natürlich brav meine Klammern, die ich schon offen hatte, zumachen. Am Anfang steht hier noch so ein Print. Print heißt sowas, so viel wie ausgeben. Mhm. Ja, und das ist jetzt hier schon alles in dieser Übung. Das ist jetzt wirklich nur eine Zeile. Aber in Python ist es auch vollkommen okay, dass ein Programm nur eine Zeile hat. Und dann kann ich eben hier interaktiv gucken. Ich kann das Programm ausführen. Und da rattert ein bisschen, ja. Und da haben wir wunderbar alles richtig gemacht. Und es wird getestet, gleich mit so verschiedenen Zahlenkombinationen. Und ja, perfekt. Also so was der jetzt gemacht hat, ist zu gucken, dass egal welcher LKW drüber fährt, dass der LKW halt nicht schwerer ist als A, B und C. Also dass er vergleicht alle Werte. Vergleicht alle Werte und das so mit verschiedenen, ob das auch wirklich mit verschiedenen A, Bs und Cs klappt. Ich meine, ich könnte ja, das sind ja Variablen, sogenannte Variablen, die unterschiedliche Werte haben können. Und das ist beim Programmieren jetzt vielleicht im Gegensatz zu dem, zu diesem Schildkröten- oder Roboterprogrammieren vom Jugendwettbewerb so. Hier kommen manche Sachen so ein bisschen rein, die sind etwas komplizierter. Zum Beispiel, wie gesagt, die Idee einer Variable. Programme sollen ja immer funktionieren, egal mit welchen Daten sie sich so rumschlagen. Ja, und dabei, da kommen eben sowas wie Variablen ins Spiel. Da schreibe ich eben nicht eine bestimmte Zahl hier hin, sondern ich schreibe eben A und, oder eben B und C. Und das ist Hauptsache, mein Programm, meine kleine Zahl hier soll eben funktionieren, egal welche Zahlen da am Ende eigentlich wirklich für in Frage kommen. Mhm. Genau, ja. Und dann gibt es das nochmal eine Runde schwerer. Aber ich gucke jetzt nochmal auf die Uhr und sehe, dafür reicht die Zeit jetzt gar nicht mehr. Also hier diesen Kurs kann man wirklich auch als kompletter Einsteiger machen. Auch der verlangt überhaupt keine Vorkenntnisse. Und der führt einen eben eine ganze Menge kräftigst in Python ein. Erklärt nachher auch, wie man hier, das ist ganz klein zu lesen, Python auch zu Hause dann weitermachen kann. Ja, und hat man den Kurs durch, hat man schon eine richtig vernünftige Programmiersprache gelernt. Ja, und kann damit auch. Braucht es dann Zugang, Wolfgang, dafür? Oder ist das frei und offen? Oder muss ich mich dafür anmelden? Genau, das ist erst potenziell komplett frei, ohne Zugang, also ohne Registrierung zugänglich. Mhm. Allerdings rein technisch kann man das auch nachvollziehen. Wenn ich mich registriere, das kann man hier oben rechts tun, dann ist der Kurs, also die Webseite, die dahinter steht, in der Lage, sich den Fortschritt zu merken. Macht Sinn. Ja, also das arbeitet jetzt nicht irgendwie mit Cookies oder so, sondern das macht das, speichert Ergebnisse und Fortschritt auf dem Server selber. Und das geht natürlich nur, wenn man eine Registrierung hat. Ja, das heißt, ich muss es nicht in einem Rutsch durchmachen. Ich kann dann am zweiten Tag, am dritten Tag oder eine Woche später wieder einsteigen und habe meine Spielstände, wie die Gamer sagen würden, habe ich noch und kann dann da wieder ansetzen. Ja, und dann noch vielleicht auch ein Lehrer kann sich hier registrieren. Ja. Übrigens, und wenn er das mit seiner Klasse oder seinem Kurs machen will, auch natürlich jetzt gerne, eben praktisch im Bereich von Teleunterricht, dann können die Schüler wiederum in ihrem Nutzerprofil sagen, hier, das ist mein Lehrer, wählen sich also dessen Benutzernamen da aus in ihrem Profil und können dann auch mit dem Lehrer über das System selber in Kontakt bleiben, den Frage stellen und der kann auch da antworten. Das heißt, da ist noch so ein kleines Kommunikationssystem in diesem Kurs noch mit eingebaut. Alles klar. Das wusste ich, also den Informatikbiber, den kannte ich schon und die verschiedenen Wettbewerbe sind mir auch alle ein Begriff gewesen. Das war mir neu, das finde ich total spannend, weil tatsächlich kommt mir das auch immer wieder unter, dass sei es auf den sozialen Netzwerken oder auch in der Abstimmung mit Lehrern, wo man denn Python lernen kann. Und ich habe jetzt schon mal einen Codesatz verstanden von Python. Ich habe mir gedacht, ich werde das nie lernen. Aber locker, mit diesem Kurs ganz bestimmt. Super, das mache ich gleich. Mal gucken, wann ich die Zeit dafür finde, vielleicht am Wochenende, aber da werde ich definitiv reingucken. Das ist nämlich ein ganz großer Bedarf, selbst wenn man mit Lehrkräften spricht, die Informatikunterricht geben, gibt es ja auch bestimmte Programmiersprachen, die sie können und andere wiederum, die sie nicht können. Und Python ist tatsächlich nicht so weit verbreitet. Und wir haben bei uns, bei CodeYourLife, auch ein Angebot bisher in Workshops gemacht, um einen Chatbot, also künstliche Intelligenz, zu programmieren. Und auch da braucht man Python-Kenntnisse. Und das ist gar nicht so weit verbreitet, obwohl es eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, das jetzt zu können. Genau. Ich weiß ja nicht, hier fängt bei mir im Nachbarbüro gerade jemand an zu bohren.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu intensiv. Ich wollte nämlich zumindest nur ganz kurz noch darauf hinweisen, wir sind ja, glaube ich, in der Zeit jetzt durch, dass wir natürlich auch den Bundeswettbewerb haben und da führt das Python auch hin, weil ja, wenn man Python kann oder einigermaßen ein bisschen kann, dann kann man nämlich durchaus auch am Bundeswettbewerb dann mitmachen, beziehungsweise hier haben wir auch jede Menge alte Aufgaben, die finden sich zum Beispiel auf so einer Tippseite, die wir da haben. Da gibt es Beispiellösungen von früheren Aufgaben, das kann man sich angucken. Und da sind häufig auch die Lösungen in Python, manchmal auch in anderen Sprachen. Also da kann man, wenn man jetzt schon ein bisschen weiter ist im Programmieren und wirst halt, Mensch, ich will mal irgendeine schwierige Aufgabe machen, aber ich habe nicht so richtig eine, da findet man bei uns auf jeden Fall was. Anregend. Das wollte ich noch ganz gerne erwähnen. Also da ist ein Riesenarchiv, wenn man, wie gesagt, den Bundeswettbewerb, den gibt es ja schon seit 1980, kann man sich vorstellen, dass man da ganz viel finden kann. Also ich habe gelernt, wir können einsteigen jetzt sofort mit Challenges, die gerade jede Woche neu kommen. Ein so kleiner Wettbewerb, wer das auch mit seiner Klasse, mit seinen Schülern, den Geschwistern machen möchte, dass wir beim Informatik-Biber einsteigen mit dem Biber at Home. Man kann aber gleichzeitig mit, wenn man sich anmeldet, auch bei den Jugendwettbewerben quasi längere Aufgaben machen, komplexere Aufgaben und sich da das Programmieren selbst beibringen. Und man kann, wenn man schon programmieren kann und wenn man das alles schon weiß und einem die Aufgaben zu einfach sind, in Python einsteigen. Und wenn man auch schon Python kann, dann kann man bei den bundesweiten, bei den Bundeswettbewerben einsteigen. Ja. Und dort nochmal sich vertiefen. Warum sollte man das denn eigentlich machen? Warum, was würdet ihr sagen? Vielleicht können wir daraus ja so ein paar Schlussworte formulieren. Warum ist denn Informatik, also warum ist Programmieren, aber warum ist vor allem auch die Informatik so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich damit beschäftigen? Weiß ich, Robert, du hast das selber gemacht, hast selber an Wettbewerben früher teilgenommen. Willst du mal was sagen dazu? Weil du bist sozusagen Zielpublikum gewesen. Ach. Ja. Also es ist natürlich, dass man kaum irgendwo so viel über Informatik lernt wie in diesen Wettbewerben. Ist auch super spannend, da Sachen rauszufinden, um an diesen Wettbewerben teilzunehmen, sich selbst damit zu beschäftigen und auch rauszufinden, wie viel Einfluss das eigentlich in unser tägliches Leben hat, wie viel von unserem Leben dadurch bestimmt wird auch. Ja. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Also Informatik, wir alle wissen, jeder hat seinen Computer, ja, ich meine ein Handy, das wirklich ja fast jeder hat, das ist ja ein Computer, ist ja nichts anderes. Und ohne Programmieren funktioniert eigentlich fast nichts mehr in dieser Welt heutzutage. Und selbst wenn man nicht selber Informatikerin oder Informatiker werden will, muss ja nicht jeder. Es gibt viele, viele schöne andere und wichtige Dinge, auch wie wir gerade ja jetzt auch sehen und erleben müssen. Ohne Informatik funktioniert eben fast nichts mehr. Und da brauchen wir junge Leute, die Lust haben, das zu machen. Diesen Spaß wollen wir auch zeigen, dass das wirklich viel Spaß machen kann und dass das wichtig ist. Aber es sollte irgendwo auch jeder so mal reinriechen können, auch wenn er, wie gesagt, nachher was völlig anders machen wird, weil man sollte immer in der Lage sein, zu verstehen, die Welt zu verstehen, die einen so umgibt. Ja, und die Welt, zu dieser Welt gehören Computer in enormem Maße und das ist eben wichtig. Und das, zumindest ein Biber oder auch den Jugendwettbewerb, das kann meines Erachtens wirklich jeder machen. Dafür bieten wir das an. Das ist ganz toll. Habt ihr noch eine Abschlussbotschaft an unsere Zuschauer, vielleicht an die Eltern oder an Kinder, die vielleicht jetzt mit den Eltern auch zusammenschauen? Wie gehen wir durch die Zeit? Eine Botschaft an unser Publikum? Ja, bleibt aktiv, denke ich. Also versucht was zu machen. Klar, mal auch entspannen ist immer gut, darf auch sein. Aber versucht was zu machen, haltet euren Kopf fit, haltet auch euren Körper natürlich auch fit, obwohl die Möglichkeiten dazu ja auch nur leider sehr begrenzt häufig sind. Wie gesagt, wir können in Sachen Kopf weiterhelfen, ganz kräftig sogar. Und die anderen Aspekte müssen andere erledigen. Aber wie gesagt, haltet euch fit und bleibt gesund. Genau, sucht euch Projekte, sucht euch tolle neue Hobbys, die man auch alleine machen kann zur Not. Genau, vielleicht kann man als Schlusswort nochmal unter den Hashtag der ganzen Initiative der MINT-Allianz nochmal sagen, bleibt einfach weiterhin schlau, lasst nicht nach, denn wir wollen, so heißt es ja auch, wir bleiben schlau.
In diesem Sinne, wir freuen uns, nächste Woche werden wir bestimmt wieder jemanden von der MINT-Allianz mit hier haben. Ich sage mal einmal Tschüss an den Wolfgang und Tschüss an den Robert. Der Peter kann die noch mal einmal winken lassen. Genau, wunderbar. Danke, dass ihr mit da wart. Danke, dass ihr hinter der Kamera quasi mit da wart, zu Hause und zugeschaut habt. Und ich sage bis demnächst. Tschüss. Tschüss.